Grüezi, Servus und Hallo, Swiss hier. Heute in der Runde mit der Hill, Stufe 4 Premium Zerstörer, Gandidi. Und ich möchte die kommenden Videos dazu nutzen, um euch immer wieder ein bisschen die Zerstörertypen vorzustellen. Warum, wieso, weshalb sie dieser Typ sind. Und das heißt, wir haben die Gandidis, Torpedodidis und Hybrididis, die da demnächst kommen werden. Und ich möchte das Ganze auch ein bisschen nutzen, um euch so ein bisschen die, ich sag mal, wichtigsten ersten Punkte mal ans Herz zu legen. Denn, Leute, was ich da draußen in den Spielen sehe, wie sich teilweise Zerstörerfahrer verhalten, das grenzt schon an Wahnsinn und macht natürlich das Leben fürs eigene Team, ja, nicht unbedingt zur Hölle, aber sehr schwer. Gut, die Verbesserung. Wir haben eingebaut den Hauptbatteriemod 2. Ich hatte aber zum Zeitpunkt des Videos das Zielsystem Mod 1 drin. Wir wollen aber schnellere Drehgeschwindigkeit der Türme haben, also nehmen wir das. Dann haben wir am Steuer den Herrn Vincent Mordoff, assistiert von den Herrschaften Bay und Swirsky. Basisfähigkeit ist keinerlei Verschwendung, also Reduktion der Ladezeit. Dann haben wir aufmerksamer Zorn, prüfender Blick, aufmerksam, Nebel über dem Wasser und unaufhaltsam. Auf der zweiten Reihe gibt es den Punkt Mörser. Mörser wäre eine sensationelle Sache. Ich meine, 13% mehr Schaden auf alle Munitionstypen wäre ja der Hammer. Dummerweise gibt es eine Doppelbestrafung. Wir kriegen einmal 4% mehr Erkennbarkeit, also anstatt weniger mehr Erkennbarkeit, und verlieren die 6%. Das heißt, wir kriegen total 10% mehr auf unsere Erkennbarkeit draufgeknallt. Das ist mir persönlich zu viel. Finde ich nicht richtig. Dann aufmerksam, einfach aus dem Grund, ich habe die Kombination aus etwas weniger Schaden, den ich nehme, Erkennbarkeitsreichweite von Torpedos, aber vor allen Dingen die Ortung der nächsten gegnerischen Schiffe. Man kann aber auch Drehen und Anvisieren nehmen, dann hat man nochmal ein bisschen mehr Drehgeschwindigkeit der Geschütze und auch die Ortung. Und für diejenigen, die so erfahren sind und so routiniert sind, dass sie das gar nicht brauchen, die nehmen dann vermutlich 1000 Schnitte, weniger Ladezeit der Hauptgeschütze und dann kommt man schon auf richtig knackige Zeiten. Ladezeit der Torpedowerfer bei Gun-DDs würde ich das jetzt persönlich nicht machen, weil bringt doch nicht allzu viel. Unaufhaltsam, ganz wichtig, wenn ihr einen Schaden am Motor und oder am Ruder habt, dann könnt ihr euch wenigstens noch ein bisschen bewegen und ein bisschen tuckern. Das kann eigentlich ganz hilfreich sein, dass wenn er einfach doof stehen bleibt. Darum finde ich den Perk auch recht wichtig. Hier unten haben wir noch diffuse Benommenheit, aber da seht ihr schon zwei Malus. Wirkungsdauer des Nebelerzeugers und Dauer der Nebelwand nehme ich nicht. Ladezeit des Motorboosts ist alles okay. Und dann haben wir noch geschützte Waffen, Risikoausfall Hauptbatterie, Risikoausfall der Torpedowerfer. Ganz im Ernst, hatte ich noch nicht so oft und ich wurde schon einige Male verhauen. Also mir ist selten ein Turm oder der Torpedowerfer ausgefallen, von dem habe ich mich ganz klar dafür entschieden, Dauer der Nebelwand und Wirkungsdauer des Nebelerzeugers zu erhöhen. So, und dazu kommen wir zu den Werten unseres Schiffchens. Wir haben 4,3 Sekunden Nachladezeit, können 10,1 Kilometer weit schießen, 1800 HE Höchstschaden mit 5% Brandwahrscheinlichkeit und 2100 AP Höchstschaden. Unsere Torpedos laden nach 66 Sekunden nach, schwimmen 5,5 Kilometer weit, machen 11,733 Schaden, Höchstschaden. 56 Knoten schnell sind sie unterwegs, also jetzt nicht wirklich Sprinter. Ja, also sind mehr so, wie soll ich jetzt sagen, gute Dauerläufer. Ja? Flugabwehr mit 38 ist sehr gut. Vorsichtig müsst ihr sein bei allem unter 20. Da müsst ihr echt gucken. Aber wenn man so, oder unter 25. 20, 25 ist für mich so die Grenze. Alles aufwärts ist gut, alles abwärts ist naja. Je nachdem, ob man Zivi dabei habt oder nicht, also ein Flugzeugträger, müsst ihr euch dann ein bisschen hüten. Manövrierbarkeit, die ist natürlich mit 3,4 Sekunden auf 560 Meter Radius sehr schön. 37,5 Knoten sind auch sehr flott. Und 5,1 Kilometer ist unsere Tarnung. Obacht, 5,5 Kilometer weit schwimmen unsere Torps. 5,1 Kilometer unsere Erkennbarkeit. Wir haben also 400 Meter, die wir Spielraum haben zwischen wir gehen auf und unsere Torpedos treffen. Also da dann so ein bisschen aufpassen. Gut, für alle, die den Herrn Vincent Mordoff nicht haben, kein Problem. Ich muss ihn nur schnell suchen. Da wäre es der William Halsey. Ja, das ist die abgeschwächte Version. Auch wie das Whiskey Bay obendrauf.
Bei ihm kriegt ihr AP-Schadenverstärkung, habt aber hier auch wieder den aufmerksamen Zorn, prüfender Blick, aufmerksam, Nebel über dem Wasser und unaufhaltsam. Also in dem Sinne genau dasselbe. Außer, dass ihr natürlich hier oben nicht die Nachladezeit habt, sondern einfach den AP-Schaden. Aber das wäre euer American DD Gunner Captain. Ja? Mit dem könnt ihr auf die Reise gehen und ihr seht ja, den habe ich auf 15.2. Vincent Mordoff mittlerweile auf 15.3, weil der mir einfach ja, mehr aus meinen Jollen rausholt. So, und bevor wir zum Video kommen, wenn euch mein Video gefällt, lasst mir doch bitte ein Like, einen netten Kommentar oder ein Abo da oder teilt das Video mit Freunden, Bekannten oder Verwandten, die das cool finden könnten, was ich hier mache. Wir sind ja auf dem Weg zu 150 Abonnenten und bei 148 sind wir schon. Vielen lieben Dank für die Neuen und ganz herzlichen Dank an die Alteingesessenen, die schon immer da sind und da waren und auch nicht gegangen sind. Das finde ich wirklich super lieb. Zwei brauchen wir noch zu den 150 und ich bin mir ziemlich sicher, das kriegen wir auch hin. Denn ich sehe das jedes Mal im Stream, dass meine Community wirklich super nett ist, ganz tolle Unterhaltung führt. Das schätze ich wirklich sehr und möchte mich dafür bedanken und euch dafür auch ruhig mal ein Lob aussprechen, weil das habt ihr ja schließlich verdient. Gut, in diesem Sinne, lassen wir die Hill mal von der Leine und gucken uns an, was wir da gerissen haben. Und ich sage viel Spaß beim Video und Film ab. So, da sind wir also in unserer Hill auf Weg des Kriegers. Und ich möchte drei wichtige Punkte, das ist Schritt 1, wir kommen immer wieder zu weiteren Schritten, aber im ersten Schritt jetzt mal drei wirklich wichtige Punkte aufzählen, die wichtig sind. Punkt Nummer 1, ihr müsst die gegnerischen Schiffe kennen. Und darum weise ich immer so gerne auf die Kreuzerfahrschule hin. Ich bleibe da auch dabei, auch wenn es vielen auf den Wecker fällt. Ist in meinen, für mich war das die größte Hilfe. Ich wusste, mit wem ich es zu tun habe. Und ich wusste, welches Schiff so nah hat, mit was für einer Reichweite. Welches hatte Torpedos, welche hatte es keine. Und ich konnte DDs jagen ohne Ende. Habe durch das aber auch herausgefunden, welcher DD lässt sich gut jagen. Und von welchem DD muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Und dasselbe bei Schlachtschiffen. Gut, da muss man vor allen Schlachtschiffen vorsichtig sein, aber auch die kriegt man mit der Zeit klein. Wir alle wissen wie. Hi. Wenn ihr die Schiffe kennt, dann wisst ihr, was im gegnerischen Team ist. Wir haben eine Wakeful, eine Sobastiani, eine Maestrale, eine T-22, eine Kuma, eine Dugaitre, eine Wyoming und eine Langley. So, kommen wir gleich mal auf die DDs. Die Wakeful könnte eine ähnliche Erkennbarkeit haben wie ich, tendenziell ein bisschen weniger, wird aber weniger Schaden verursachen. Sobrastieni ist meines Erachtens nach, ich kenne das Schiffchen leider nicht, ein Russe und vor Russen habe ich grundsätzlich immer Respekt, weil die größere Kaliber haben und dementsprechend Schaden machen können und auch richtig derbe Torpedos haben. Maestrale wird nach mir aufgehen, hat meistens eine höhere Erkennbarkeit wie ich mit meinem Schiffchen hier. Aber auch die, wenn die einen raushaut, dann haut die richtig einen raus. Und es gibt auch Italiener, die früher oder später SAP an Bord haben und dann ist es noch mal schlimmer. Und die T-22. Die T-22 kann ein guter Gunner sein und ein guter Torpedo-DD. Weiß man also nicht einfach so im Voraus. So, wir sehen also, die T-22 kommt. Ich habe offensichtlich die geringere Erkennbarkeit. Also mache ich mal Feuer frei und guck mal, was sie so tut. Und erstaunlicherweise war die wohl so perplex, dass jetzt einer auf sie schießt, dass sie vor lauter Angst genebelt hat. Ich habe Torpedos gesetzt. Muss man nicht machen. Also es gibt Menschen, die sagen, auf DDs wird nicht getorbt. Ich mach's. Passt mir einfach auf, wenn ihr ein paar Asiaten unterm Popo habt, die haben Tiefenwassertorpedos. Das funktioniert bei DDs nicht. Wollte ich einfach nur gesagt haben. Also wenn ich im Nebel stehe und weiß, gegenüber von mir ist ein paar Asiaten und da kommen Torpedos, bleibe ich stehen. Was will der mir? Die rutschen unter mir durch. Aber sind die einzigen, wo das passiert. Dann sehe ich auch, dass sie nicht wirklich Unterstützung hat. Also ihr seht, da sind doch einige Schiffe im respektvollen Abstand zu ihr. Sie ist so ein bisschen allein gelassen. Aber ich attackiere noch nicht das Cap. Ja, die ist noch da. So, ich schicke nochmal Torpedos dahin. Kann ja sein, dass was trifft. Dann sehe ich da die Dugaitre. Das ist ein Kreuzer, vor dem solltet ihr euch fürchten, wenn er mit euch rechnet oder wenn er auf euch gefasst ist oder in eure Richtung guckt. Das tat diese jene welche aber nicht und dementsprechend habe ich meinem Team geholfen, der ein bisschen Feuer unterm Popo zu machen. Ne? Ihr seht das schon, die schießt auf meinem Kollegen.
Was natürlich ganz klasse ist, weil der offensichtlich nicht so richtig gewusst hat, wo seine Erkennbarkeit liegt. Also für alle die, die das mal gerne vergessen, oben links, neben der Minimap, das blaue Auge zeigt eure Erkennbarkeit, sofern ihr nicht schießt. Aber ich schieße hier auf die Dugai Treuer und die scheint offensichtlich auch kein Interesse an mir zu haben. Ist gut für mich. Und nun ist sie weg. Also, haben wir schon mal einen Kreuzer draußen. Tipptopp. Und jetzt fahre ich wieder zurück Richtung Cap, denn ich möchte ja gucken, was ich da tun kann. Der zweite Punkt ist, liebe DD-Fahrer, wenn ihr Punkt 1 im Griff habt, kommt Punkt 2, fahrt nach vorne. Ja? Ihr müsst Licht machen für euer Team. Ihr seid der Elektriker. Ja? Es kann hinter euch die dickste Armada stehen, wenn ihr, keine Ahnung, um Inseln rumfahrt und euch einnebelt und dann im Nebel stehen bleibt, dann sehen die gar nichts. Die Leute sehen nur was, wenn ihr euch in die Gefilde begebt, wo keine Gegenstände im Weg sind, so wie ich das jetzt mache. Wir sehen jetzt, da kommt eine Wyoming. Wir wissen, da ist noch irgendwo eine T22. Und ich glaube, dass da hinten links ist die zweite Wyoming. So, ich weiß, ich habe 5,5 Kilometer Torpedoreichweite. Und die kommt jetzt relativ stracks auf mich zu. Und dann habe ich mir gedacht, gut, wir haben noch einen Kollegen neben uns. Vielleicht noch ein Schlachtschiff hinter uns. Wir nebeln jetzt mal auf Verdacht und gucken, ob die dann offen bleiben. Jetzt sind wir in Torpedo Range für die erste Wyoming. So, es tut etwas für uns spotten. Super, das heißt, wir jagen jetzt mal unsere Torpedos raus. Und da ist die zweite Wyoming. Und auf die können wir schon mal eine Runde schießen. Und eigentlich müsste die erste Wyoming jetzt entweder wegdrehen oder auf die Bremse latschen. Weil, hallo, Nebel neben euch. Schießt was draus, könnte ein DD sein, ne? Dann kommt aber die T22. Die ist viel spannender wie die Wyoming, weil die muss weg. Und offensichtlich wird auch die gespottet. Sie schießt darauf irgendwas. Auf uns kann sie nicht schießen. Sie sieht uns ja nicht. Torpen tut sie uns auch nicht. Finde ich alles klasse. Das heißt, okay, die Wyoming hat nie abgedreht. Das heißt, wir können die jetzt rausnehmen. Und das schaffen wir auch. Wir haben genug Feuerkraft als Gun-DD. Und Bums, da ist sie weg. So, dann kommt die zweite Wyoming. Na, ich meine, ich habe noch 90 Sekunden, bis meine Torpedos nachgeladen haben. Schießen wir mal drauf. Guckt bitte immer in den technischen Daten, also unter den Spezifikationen, wie hoch eure Erkennbarkeit im Nebel ist. Ja, die ist nicht endlos. Also das ist nicht so, dass die euch nie sehen. Es gibt eine gewisse Distanz. Aha, jetzt haben wir unsere Torpedos. Jetzt geht sie zu. Ich wusste aber in etwa, wo der Torpedoschirm vorher war. Also habe ich den zweiten Torpedoschirm so in die Richtung gesetzt. Und jetzt fahren wir weg von der Wyoming. Wir fahren nicht nach rechts, um sie wieder aufzumachen. Denn unterdessen könnte die schon dicke in unserer Erkennbarkeit sein. Und dann haben wir ein Problem. Wollen wir nicht. So, da ist sie. Ja, die nimmt Torpedos mit. Also, haben wir im Prinzip das Cap befriedet. Nun können wir es noch einnehmen gehen. Ist ja nichts mehr da. So. Und Punkt 3 ist CVs. Das sind entweder sehr soziale Menschen oder sehr hartnäckige Menschen. Mehr gibt es nicht. Es gibt entweder nur soziale CVs, das sind die, die euch in Ruhe lassen und sagen: Ach, du armer Kerl, du bist der Kleinste auf dem Feld, ich lasse dich in Ruhe. Und dann gibt es die hartnäckigen Vertreter, die sagen: Nee, nee, die Zecke muss weg. So. Wenn das mit dem ersten zu tun habt, easy. Wenn das mit dem zweiten zu tun habt, erste Amtshandlung, schaltet eure Luftabwehr ab. Ich meinte L1 gedrückt halten und dann könnt ihr X drücken. Kann aber auch sein, dass es R1 ist. Aber einen von beiden gedrückt halten und dann gehen rechts die Auswahlmöglichkeiten auf und X ist Abstellen der Sekundäre bzw. Luftabwehr. Warum? Wenn ihr eine Erkennbarkeit zur Luft habt, ich sage jetzt mal von 3 Kilometern und ihr seht, der Typ kommt, ihr weicht ihm aus. Und schafft es, dass er nicht an oder unter die 3 Kilometer kommt, dann sieht er euch nicht, wenn eure Luftabwehr abgeschaltet ist. Wenn eure Luftabwehr aktiv ist, dann schießt die auf den Typen, bevor er euch überhaupt sieht. Und wer schon mal von euch CV gefahren ist, der weiß, wie easy es dann ist, den DD zu finden. Ihr müsst ja im Prinzip nur der Flak folgen. Und dann habt ihr ein Problem. Dann weiß er nämlich, wo ihr seid. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Also, das sind mal für die heutige. Also fürs jetzige Video die 3 Tipps. Und
Im nächsten Video kommen neue dazu und im nächsten Video werde ich auch noch zwei Sachen erwähnen, mit denen so einige gar nicht rechnen. Ihr seht jetzt, er hat mich aufgemacht, da kann ich meine Luftabwehr also aktiv lassen, weil, wenn er mich schon aufdeckt, dann kann ich auf ihn schießen. So, da hinten ist die Maestrale, gut, die werden wir von hier nicht treffen. Aber wir haben das Spiel doch einigermaßen ordentlich gerödelt, also wir haben noch zwei Gegner, uns gehören jetzt zwei Caps. Am dritten sind wir dran. Also, was am Anfang nicht ganz so gut aussah, sieht jetzt auch wieder ganz ordentlich aus. Und auch das, was ich am Anfang gemacht habe, einfach mal sich zurückziehen und dann wieder neu agieren. Das ist besser, als wenn ihr drauf geht. Ne? Denn ihr nützt eurem Team nur was, wenn ihr lebt. Ein toter DD ist nix. Ne? Allerdings, also, es gibt diesen Spruch, das Team, das die gegnerischen DDs eliminiert und noch eigene DDs hat, gewinnt das Spiel. Das unterschreibe ich zu einem großen Teil, habe aber auch schon anderes erleben müssen. Dass es jetzt nicht nur einfach an den DDs hängt, sondern auch noch, wie man sie spielt. Wenn ihr nämlich DDs habt, die zwar am Leben bleiben, aber nicht cappen, dann könnt ihr so viele DDs haben, wie ihr wollt. Der Gegner cappt und dann gewinnen die nach Punkten. Das ist so ein klassisches Beispiel, oder? Also, das ist natürlich die Hauptaufgabe. Wir machen Licht, wir bleiben am Leben und wir nehmen Caps ein. Boah, wenn wir das machen und die anderen drei Punkte dabei beachten, das Know-how etc. pp., dann haben wir einen guten Einstieg. Ihr seht jetzt hier übrigens, dass der CV-Fahrer zu den Sozialen gehört. Der hat sich gesagt, auch den kleinen Kerl lasse ich in Ruhe. Ist natürlich ein fetter Fehler, weil erstens mal halte ich seinen CV offen, zweitens mal kann ich ihm folgen, weil ich schnell genug bin und drittens mal, ja, ich habe HE und ganz viel Geschütze und die probieren wir nachher auch aus. Und dann ist das natürlich in Zusammenarbeit mit meinem restlichen Team easy going, den rauszunehmen, ja. Sollte man sich vor Schlachtschiffen fürchten? Unbedingt. Denn die haben relativ große Kaliber, die haben teilweise extrem brutale HE und teils enorme Sekundäris. Merkt ihr, wenn ihr es ausprobiert. Ich rede aus Erfahrung. Ja? Vor allen Dingen Schiffe mit SAP-Sekundäri sind ganz nett. Die Italiener zum Beispiel. Also das ist jetzt nicht gelogen. Der brauchte für mich keine 30 Sekunden, um mich mit seiner Sekundäri platt zu machen. Und der wusste das, der hat gar nicht auf mich geschossen. Der wusste ganz genau, meine Sekundäri macht den DD platt. Ich habe zwar Torps absetzen können, aber ja, das war es auch schon. Also, hütet euch grundsätzlich mal vor allen Schiffen, bis ihr wisst, wie ihr mit dem umgehen müsst. So, das war es auch schon zum Video. Und ich wünsche euch wie immer alles Liebe, alles Gute. Bleibt mir alle gesund und munter. Und wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Stream oder im nächsten Video. Macht's alle gut. Euer Swiss. 85 Schaden. Erster Platz. 3 rausgenommen. Gewonnen. Tipptopp. Haben wir gut gemacht.